Hallo, ich bin Silke von Frisch gestempelt. Heute habe ich eine Idee für dich, die habe ich schon ein bisschen länger im Kopf. Es geht darum, dass wir ja ein bisschen Zeit überbrücken müssen in der momentanen Situation und unsere Kinder sich sehr langweilen. Also habe ich gedacht, wir können ja schöne Stempelsets nehmen und da ein Minibook draus machen, so dass die das ausmalen können. Ausmalen alleine fand ich jetzt zu langweilig. Da bin ich auf die Suche gegangen und habe nach einer Geschichte gesucht und habe die bei dem lieben Marco Wittler entdeckt. Der schreibt ganz, ganz wunderbare Geschichten, hat verschiedene Seiten, die habe ich jetzt von dem Minutengeschichten.de. Ich verlinke dir das alles unten in der Infobox. Und da habe ich diese Geschichte rausgenommen, die heißt Der große Traum vom Fliegen. Und die ist wie gemacht für dieses Stempelset Coole Grüße. Ich weiß, dass das ganz, ganz viele von euch haben. Und deswegen möchte ich euch das eigentlich zeigen, damit ihr da auch einfach die Geschichte mit basteln könnt. Minibook kennt ihr vielleicht schon. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Papier gefalzt wird. Das heißt, ich stelle euch das als PDF auf meinen Blog und das könnt ihr euch runterladen. Und da habe ich die Geschichte schon mal ein bisschen aufgesplittet. Und dann nehmt ihr das Papier, was ihr ausgedruckt habt, und legt die Schrift nach unten und macht auf der langen Seite erstmal eine Falz. Das heißt, ihr falzt es zur Mitte. So, dann geht ihr her, macht das wieder auseinander und falzt es dann zu dieser Mitte hin. Und immer gucken, dass ihr mit dem Papier abschließt. So, dann habt ihr das so. Und dann geht ihr her und falzt das wieder hier ans Ende von dem Papier. Und dann drehst du es rum und falzt das ans Ende von dem Papier. So, und dann haben wir unsere Rechtecke. Und jetzt können wir die Geschichte aufbauen. Das heißt, jetzt nehme ich die verschiedenen Stempel und lass den Schnelldurchlauf laufen und zeige dir, wie ich die Geschichte aufbaue. So, jetzt ist das fertig. Jetzt knicken wir das nochmal auf die Hälfte und schneiden das jetzt bis zu dieser Falz ein. So, dann klappen wir es wieder auf und klappen das an der langen Seite nach unten. Und dann stellt sich das so auf und dann drücken wir es zusammen. Und fertig ist unser Minibook. Der große Traum vom Fliegen. So, und das Ganze habe ich jetzt noch etwas kindlich ausgemalt. Auf einer großen grünen Wiese stand eine Kuh und starrte gelangweilt vor sich hin. Immer wieder kaute sie auf einem Büschel Gras und dachte darüber nach, was sie mit ihrer vielen Freizeit anstellen konnte. Genau in diesem Moment flatterte ein kleiner gelber Schmetterling an ihr vorbei, setzte sich auf eine Blume und flog dann wieder weiter. »Das will ich auch machen«, sagte die Kuh begeistert. »Ich möchte auch von Blume zu Blume fliegen und den Tag genießen.« Die anderen Kühe, die das hörten, begannen laut zu lachen. »Ha, ha, ha, ha!« »Ihr werdet schon sehen, ich werde fliegen.« Sie nahm Anlauf und rannte über die Weide, doch nach einigen Metern trat sie auf einen großen Kuhfladen, rutschte aus und flog in hohem Bogen über die Weide, bis sie krachend auf dem Boden landete. »Seht ihr«, rief sie den anderen Kühen zu, »ich bin geflogen.« Dann klopfte sie sich den Dreck aus dem Fell und kaute wieder auf ein Büschel Gras herum. Schaut mal auf der Seite, es sind ganz viele tolle Geschichten. Ihr braucht nicht wirklich Stempelsets dafür. Ihr könnt auch einfach euch ein Blatt Papier nehmen und das dann entsprechend falzen und schneiden und eure Texte selbst hinschreiben. Oder übertragen und dann einfach normale Bilder dazu malen. Das ist meine Idee für euch heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.